So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Rainbow Six Siege. So, wir sind mal wieder in der kleinen Berghütte unterwegs, auf der kleinen Berghütte mit SAWOS. So, wir fahren nach oben und gucken mal gleich oben nach. Was spielen wir denn überhaupt? Der TDM Geisel. Na, da bin ich ja glücklich, dass ich kein Fuse genommen habe. Oh, hallo. Ach, verdammt, aber der Schrott. Nicht so schwer daneben zu treffen. So, naja, aber wir wissen ja trotzdem, wo es ist. Ich spiele mal wieder Ying. Habe irgendwie ein bisschen Bock drauf, Blindgranaten zu verwenden. Wollte nicht hier diese wunderschöne Dings kaputt machen. Na, dann halt nicht. Ups, kann ich jetzt mal hier hoch? Danke. Sind die unten drin? Ja, und dann kann er auch einfach hinterher gehen. Da hier müssten doch eigentlich Camps sein, ne? Hier ist eine Kamera. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wo die sind in dem Haus. Ich weiß, dass hier eine ist. So, naja, wir gehen jetzt hier nach oben. Zumindest probieren wir das. Nix da. Ich hab dich doch erwartet. Jetzt trotzdem nicht das Optimalste, was ich mir vorgestellt habe. Montage sitzt ja schon um, das ist ganz nice. Aber was ich eigentlich machen will, ist, wenn dann durch die Dings, ist die Kamera da kaputt? Nee. Ihr macht doch ja keiner was kaputt. Genau da will ich auch rein. Na, ich bessere Chancen auch mit meinen Blendgranaten was zu machen. Das macht's jetzt nicht auf. Warte. Wollte schon sagen. Oh nein, ich Idiot. Na egal. Ist ja nur noch der in der Badewanne. Wunderbar. Ich meine, die Blendgranate vielleicht eher gegen gegen die Wand geworfen, sodass sie vielleicht reinplumpst bei ihnen. Ich weiß nicht, ob er dann geblendet worden gewesen wäre. Deswegen habe ich mich eher für dieses Kamikaze-Manöver entschieden, aber es hat ja trotzdem mehr oder minder geklappt. Zumindest bin ich nicht gestorben. Ist ja schon mal gut. So. Kontaktgranate. Ich habe gesehen, dass Ella doch eine Kontaktgranate bei hat. Ich habe die bloß irgendwie mal nicht ausgerüstet. Aber warum? Warum war ich so dämlich? Okay, jetzt hier brauche ich eher weniger eine Kontaktgranate. Warum machst du das denn gleich zu? Verstehe ich überhaupt nicht. Passt mich ja selber ein Loch. Kein Ding. Ja, so, dann können wir noch rausballern. Geschweige denn, hier müssen wir sowieso aufpassen, damit hier nicht jemand wegschießt. Hier machen wir eine hin. Oh, ich könnte mir eine Weste nehmen, oder? Das wäre gar nicht mal so eine schlechte Idee. Irgendwie bin ich relativ leise, kann das sein? Sollten wir mal ein Mikro näher ranziehen. So.
Wir bleiben einfach mal kurz hier stehen. Und dann gucken wir mal, wo die Gegner herkommen. Links in der Richtung wäre schon mal nett. Alles klar, genau, dann ist er hinter Baum. Was, wollen die von unten kommen oder nicht? Haupteingang. Schade, ich habe gedacht, dass ich vielleicht einen sehe. Danke, dass du so unaufmerksam warst. Wo bist du hier reingekommen? Der muss ja schon quer durchgelaufen sein. Da war die Tür noch zu. Hier ist auch nichts auf. So, wir gehen jetzt einfach mal hier runter und gucken mal. Wow! Ah, oh, guter Headshot. War zwar auch ein bisschen Luck dabei, aber egal. Okay, gut. Gut. Dann werden wir jetzt einfach mal kurz hier sitzen bleiben. Da sitzt einer. Drinnen haben wir so gesehen keinen, oder? Wie kam der denn nach unten? Okay, den Kampf sollte ich nicht eingehen. Ah, verdammt, im Hauptraum. Ihr müsst jetzt eigentlich zur Geisel. Weil nur noch einer von uns in der Nähe der Geisel ist. Na, der könnte jetzt gut von hinten einen wegholen. Das wäre ganz nice. Muss jetzt nur zur Geisel gehen. Schön, 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 schön. Ja, verdammt. Feuer! Und dann ist links von hier, der wird jetzt reinfusen. Da ist er. Boah, schöne Ding. Ich habe kurz Zeit gedacht, ah, scheiße, jetzt hat er es verkackt, weil er so ein bisschen daneben geziert hat. Aber läuft bisher. Top, top. So, naja, mal gucken, wen wir jetzt nehmen. Eigentlich schon, war irgendwie ein bisschen Bock hatte ich schon drauf. Naja, ich hoffe, die haben die gleiche Position wie wir. Dann wäre ich jetzt eigentlich ziemlich gut dran. Aber ja, sehr schön. Hallo. Hat er mich noch gesehen? Ne. Ach, fuck, ich habe gedacht, er hat mich gesehen. Schwein gehabt. Richtig Schwein gehabt. So, sehr schön.
Lief doch. Um die Kameras will sich wohl gar keiner mehr kümmern, wa? Das ist nicht mehr in. Geh da weg. Kann man von dem Turm aus eigentlich da gut reinschießen? Ich war noch nie in diesem dreckigen Turm. Boah, wie kommt man denn da hin? Kann man da überhaupt drauf? Ja, dann wäre das ja eigentlich mehr was für ein Sniper, war. Hier. Ja. Definitiv gut. Wird auch immer schön ignoriert, dieser Turm, weil da eigentlich so gut wie nie einer drauf ist. Alter, warum lassen die sich jetzt hier nach und nach wegholen? Hier, ich unterstütze euch mal wenigstens ein bisschen. Ich habe gedacht, das wäre so eine Nadel. Oh, verdammt. Ich hätte eigentlich nur abdrücken brauchen. Can me someone help, please? Please help. Dann soll ich zu dir krabbeln? Kann ich auch machen. Ob ich das überlebe? Kann ich das sehr gerne machen. So. Dann setzen wir jetzt nochmal eine Logikbombe ein, um die Gegner nochmal vielleicht ein bisschen zu verwirren. Eigentlich habe ich doch noch eine Drohne drin, das wäre gar nicht mal so bad, die jetzt auch mal zu benutzen, wa? Ist gar keiner mehr drin. Ah, schönes Ding. Jetzt wäre ich sowieso gestorben, aber haben wir geschafft. Sehr gut gesehen, also der Sniper hat auch grandiose Arbeit geleistet. So, und ich würde sagen, wir sehen uns in einer wunderschönen nächsten Folge wieder bei Rainbow Six Siege. Also haut raus, bis dann. Tschüss.